Hallo, Servus und grüß euch bei Geschichte Tag für Tag. Heute am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben nur noch 6 Tage vor uns. Im Jahre 498 lässt sich der fränkische König Chlodwig, das ist ein Ludwig, in Paris mit über 3000 seiner Männer taufen und bekehrt sich zum katholischen Christentum. Gut, ein anderes war damals noch nicht erfunden. Okay. Diese Taufe verschafft ihm Zutritt zum katholischen Glauben und auch die katholische Kirche ist natürlich jetzt auf des Frankenkönigs Seite und damit kann er politisch viel mehr agieren. Und diese Taufe ist eigentlich so der Begründungsstein, die Grundfeste des späteren Frankenreiches, das das Mittelalter, zumindest das frühe Mittelalter, sehr lange beherrschen sollte. Im Jahre 800 nach Christus, am heutigen ersten Weihnachtsfeiertag, wird Karl der Große, noch König des Frankenreiches, in Rom vom Papst Leo III. Zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Soweit ich weiß, war Karl der Große ziemlich perplex. Er hat es eigentlich gar nicht vorgehabt. Er ist eben mit seiner Mannschaft nach Rom gezogen, um die Weihnachtsfeiertage und die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom zu verbringen und war ziemlich überrascht über diese Krönung. Erstens hat dann damit der Papst zeigen wollen, symbolisch, ich kröne dich zum Kaiser und zwar wenn ich will und nicht wenn du willst. Und zweitens war das auch eine Provokation gegenüber dem byzantinischen Kaiser, der für sich die Weiterführung des römischen Reiches für sich eben beanspruchte. Und jetzt vollzieht sich immer mehr die Trennung zwischen West- und Oströmischen Reich. Die Weihnachtsfeiertage an und für sich, jetzt ganz allgemein gesagt, waren sehr beliebt zum Krönen von Königen und Kaisern. Otto der Erste, Otto der Zweite, Otto der Dritte wurden alle mehr oder weniger an den Weihnachtsfeiertagen zu Königen bzw. Kaisern gekrönt, um dem Ganzen eine, ich sage mal, göttliche Legitimation zu geben, eine mystische Aura und eine Heiligkeit zu übergeben, symbolisch gesehen. Und aus dem Jahr 1013 habe ich schon wieder eine Königskrönung, diesmal in England. Und zwar wird Sven Gabelbart als englischer König gewählt und gleichzeitig gekrönt. Allerdings sollte seine Herrschaft nur 40 Tage dauern und gilt damit als eine der kürzesten königlichen Herrscherzeiten im englischen Reich. Der Name ist Sven Gabelbart. Man merkt noch immer, wir sind zwar schon Christen und wir sind auch schon im 11. Jahrhundert, aber es waren eigentlich immer noch räuberische Wikinger. Und wir bleiben in England und auch bei Krönungen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich hoffe, es langweilt euch nicht. Im Jahre 1066 lässt sich heute Wilhelm der Eroberer, nachdem er England eben erobert hat, in der Westminster Abbey zum König von England krönen. Wilhelm der Eroberer ist auch eine sehr interessante Geschichte. Das ist der, der in Hastings gelandet ist und ein Versprechen bekommen hat von König Ethelred, dessen Vorgänger, der gesagt haben soll, Wilhelm soll nächster König werden. Allerdings hat dieser König Ethelred zweien dieses Versprechen gegeben, um einfach seine Ruhe zu haben. Wilhelm der Eroberer wurde so genannt, weil er England erst erobern musste und er ist der erste Normannenkönig. Jetzt ist England unter normannischer Herrschaft und wie es immer so ist, die Normannen, naja, vertreiben natürlich die angelsächsisch vielleicht auch noch keltische, weitgehend keltische Bevölkerung auf der Insel. Und aus dem Jahre 1100 kann ich sagen, ja, wieder eine Krönung, aber diesmal schon was Besonderes. Und zwar befinden wir uns in der Zeit des ersten Kreuzzugs. Jerusalem ist schon erobert worden. Gottfried von Bouillon hat ein Reich erschaffen und nennt dieses Reich Jerusalem mit eben dieser Stadt. Und jetzt lässt sich Balduin, der Bruder dieses Gottfried, als erster König in Jerusalem krönen. Er nennt sich nicht König von Jerusalem, denn dieses Privileg steht nur Gott und
dessen Sohn zur Verfügung. 1356, nein, keine Angst, es kommt nicht zu einer Königskrönung, denn wir haben schon einen Kaiser, und zwar Kaiser Karl IV., der schreibt am heutigen Tage die letzten Kapitel der sogenannten Goldenen Bulle fest. Darin wird geregelt, wie die zukünftigen deutschen Könige und Kaiser gewählt und gekrönt werden sollen und legt auch fest, wie die Kurfürsten zu wählen haben und welche Rechte und Gesetze die jeweils haben sollen. 1492, am heutigen Tage, haben wir nicht nur, ja, ich sage mal, indirekt schöne Sachen zu berichten, obwohl Weihnachten ist. Gut, aber es ist Zeit und die Geschichte, die läuft einfach weiter. 1492 erleidet Christoph Kolumbus mit seinem Flaggschiff Santa Maria vor der damals sogenannten Insel Hispaniola Schiffbruch. Hispaniola ist das, was heute Haiti und die Dominikanische Republik ist. Allerdings überleben alle Mannschaftsmitglieder und mit Teilen des Schiffes, mit dem Holz, wird eine Siedlung gebaut, die es auch heute noch gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schlimmere Sachen gibt, als eher auf einer Karibikinsel Schiffbruch zu erleiden. Und 1644 verbietet das englische Parlament Weihnachtsfeierlichkeiten im britischen Weltreich. Wir dürfen nicht vergessen, die sind evangelisch, ohne Wertung. Und wie gesagt, nur weil Weihnachten ist, hört die Geschichte nicht auf. Und es gab auch ziemlich schlimme Ereignisse. Das Jahr 1705 bezeichnet am heutigen Tage die Sendlinger Mordweihnacht. Sendling, ein Stadtteil von München gelegen, ist Schauplatz einer Schlacht, sage ich mal. Ja, es war wohl mehr ein Schlachten, denn bayerische Bauern, über 1000 Stück, werden, nachdem sie die Waffen niedergelegt haben und sich ergeben haben, von kaiserlich-österreichischen Truppen ermordet, müsste man sagen, oder hingemetzelt. Wir befinden uns im sogenannten österreichischen Erbfolgekrieg. Kaiserlich-österreichische Truppen haben ganz Bayern besetzt. Ganz Bayern? Nein, ein kleines Dorf wehrt sich. Nein, Quatsch. Hauptsächlich niederbayerische und oberbayerische Bauern haben sich zusammengeschlossen, um gegen die Besatzungsmacht Österreich zu kämpfen, da es immer wieder zu, ja, man weiß es, Plünderungen, Zwangsrekrutierungen seitens der Österreicher gekommen ist, und die bayerischen Bauern wehrten sich natürlich dagegen. Die Spitze dieses Ereignisses ist eben 1705, die Sendlinger Mordweihnacht. Und dieses Ereignis lässt den bayerischen Aufstand gegen Österreich eigentlich praktisch zum Erliegen kommen. Im Jahre 1818 wird das, ich sage mal, berühmteste Weihnachtslied im deutschsprachigen Raum und vielleicht auch darüber hinaus das erste Mal gesungen. Und zwar in einem Dorf nahe Salzburg wird Stille Nacht, Heilige Nacht das erste Mal in der Kirche während einer Messe gesungen. 1833 beschließt der griechische König Otto I., seine Residenz von Nafplion nach Athen zu verlegen. Nach dem griechischen Bürgerkrieg ist Athen so gut wie zerstört. Otto I. setzt sich aber sehr massiv daran, Athen prächtiger wieder aufzubauen, und das osmanische Stadtbild weicht jetzt breiten Straßen und modernen klassizistischen Bauten. Und nun hat Griechenland eine neue Hauptstadt, eben Athen. Im Jahre 1952 strahlen die Fernsehsender Köln und Hannover das erste Mal in der Bundesrepublik Deutschland ein regelmäßiges TV-Programm aus. Das erreicht nicht nur die beiden Städte, sondern auch weite Gebiete drumherum. Aber jetzt beginnt der Siegeszug des TVs. Und die Bundesrepublik Deutschland sieht ab jetzt sehr oft, sehr viel und regelmäßig Fernsehen. So, damit komme ich wieder zu Geburtstagen. Und wer Christ ist oder sich damit ein bisschen auskennt, ich will jetzt da keine Wertung machen, weiß natürlich, was Weihnachten gefeiert wird. Und zwar die Geburt Jesu.
Jesus von Nazareth. Die Geschichte ist sich allerdings nicht ganz einig. Man weiß ungefähr, dass er um Anfang Mitte 30 zu Tode gekommen ist, eben durch die Kreuzigung. Und man errechnete dadurch ein Geburtsdatum im Jahre 2 vor Christus. Zentrale Botschaft Jesu, das sogenannte Evangelium, war die Verkündigung vom Reich Gottes, das er in seiner Person begonnen sah. Kennzeichen seines göttlichen Wesens in biblischer Überlieferung sind unter anderem Jungfrauengeburt und Wundertaten. Auf Geheiß des römischen Statthalters Pontius Pilatus wurde er eben gekreuzigt. Das Ostergeschehen, die Kreuzigung, die Auferstehung und die Himmelfahrt führte zur Gründung erster christlicher Gemeinden. Gut, das war's dann jetzt von mir. Ich hoffe, ihr genießt eure Feiertage und wir sehen uns morgen wieder und bis dahin sage ich Servus.